Zocken mit Bohnen, Life is Strange und der Community, die nur darauf wartet, dass ich heule, das wird nicht passieren. Nicht etwa, weil ich ein sauharter Kerl bin, was ich bin, mit Nerven aus Diamantseil, sondern auch, weil ich nicht glaube, dass diese Umgebung hier, ich zähle 1, 2, 3, 4, 5, 6 Scheinwerfer und das sind nur die, die auf mich gerichtet sind. All diese vier Monitore und die Regie mit drei Leuten, die da mit ihrem Kaffee sitzen und hoffen, dass einfach der Simon einfach bald fertig ist mit seinem Scheiß. Das in dieser Umgebung, die ist nicht sehr, sehr tränenfördernd. Und deswegen könnt ihr schön mal vergessen, ihr Hyänen, ihr weiß ich nicht. Ja, ihr Tränenhyänen, die armen, weinenden Zockern, die Tränen aus den Augen saugt. Euer Lebenselixier. Hört auf damit. Ist nicht fein. Auf sowas wartet man nicht, auf sowas freut man sich nicht. Und das liegt auch nur daran, weil ihr wisst, was noch passieren wird. Scheinbar irgendwas, was mich zum Heulen bringen wird. Oder soll. Ich weiß es aber nicht. Im Moment bin ich noch völlig wie vom Kopf gestoßen, denn wir haben es ja schon gesagt. Ich habe irgendwie es geschafft. Ich spiele Max, eine Zeitreisende, mehr oder weniger, die es geschafft hat, ihre Freundin in den Rollstuhl zu bringen. Und jetzt werden wir mit dieser Situation konfrontiert und reden mit dem Vater, mit ihrem Vater, dem wir das Leben gerettet haben, was unsere eigentliche Intention war. Und dann aber irgendwie ist das alles ganz anders gekommen. Und ich frage mich gerade, ob, wenn ich dem jetzt einfach so eine Flasche über den Kopf ziehe, ob da nicht wieder einfach, ist da die Zeitlinie wieder hergestellt? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich habe ich dann einfach zwei Probleme. Deswegen werde ich jetzt ganz normal mit ihm reden und mir parallel überlegen, wie ich es schaffen könnte, die Zeit nochmal zurückzudrehen. Ich bräuchte ein Bild oder ich bräuchte irgendwas aus der Zeit, in der Chloe also vor dem Unfall, noch laufen konnte und irgendein Foto gemacht hat. Und in dieses Foto müsste ich dann versuchen, mich reinzuhacken, damit ich in die Vergangenheit komme. Und da kann ich dann vielleicht wieder alles ändern, aber scheint ja alles auch immer zum Schlimmeren gleich zu werden. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob ich eine weitere Änderung verkrafte, wenn ich ehrlich bin. Na gut, hier ist der Vater, der Stein des Anstoßes, nicht nur für die Geburt von Chloe verantwortlich, sondern auch irgendwie für ihren Unfall. Denn er hat ihr A, ein Auto geschenkt. Dann hat er B, ist er nicht gestorben, als er es schicksalmäßig sollte, weil wir seinen Autoschlüssel versteckt haben. Und jetzt sitzt er in dieser Zukunft, die ihm eigentlich nicht gehört, und hat im Gegensatz zu seiner Tochter Beine und hat aber auch einen Haufen Schulden. Und wir sehen, dass es die Familie, auch wenn es ihr gut geht, durchaus an den Rand des Ruins bringt, was unsere Laune nicht gerade verstärkt. The Prescott-Family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question. Sounds like you know them well. More than I want. Das war kurz prägnant. Sieht genauso. I don't even like to think about it. Ja, mir gefällt der Vater. Ich mag den Vater. Und das ist auch gemein. Man kriegt jetzt nämlich beigebracht, der Vater ist aber auch ein Netter. Den willst du jetzt aber auch nicht wieder opfern, nur damit am Ende Chloe wieder. Weil Chloe ist ja auch echt ein Hohlbrot, wie wir gesehen haben. Also die geht mit ihrem Leben ja auch sehr, sterbe ich heute nicht, sterbe ich morgenmäßig um. Also weil wirklich, sie hat sich ja allein, seitdem wir in der Zeit reisen können, hat sie sich schon zweimal beinahe umgebracht. Und sie hätte sich umgebracht, wenn wir es nicht verhindert hätten. Also sie ist wirklich, vielleicht soll sie auch sterben. Vielleicht ist ihr Schicksal wirklich im vierten Akt der Geschichte zu sterben. Ich hoffe nicht, aber es wird mich irgendwann nicht mehr wundern. Irgendjemand will diese Frau tot sehen. Genauso wie Rachel. Oh, yeah, she went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Ja. Das muss Horror sein. Wirklich absoluter Horror. Das ist, wenn die Welt einfach nur noch ein riesiger Haufen Scheiß ist. In diesem Zustand befindet sich diese Familie gerade und das bürdet auf uns. Whales are just a preview of the tornado to come. And the Prescott Foundation? Jesus. His vow to provide extra research funds given the local scope of this eco-mystery. Ja, ist ein bisschen komisch. Wir haben es am Anfang gesehen, ganz viele Wale wurden angespült. Das gab es vorher auch nicht. Kann aber auch an dem Tornado liegen, der sich ja langsam zusammenbraut. Von dem außer uns noch gar keiner was weiß. So, hier ist wieder Rachel Amber, immer noch vermisst für 6 Monate. Da werden wir gleich sicher auch noch
dahinter kommen. Ich habe ja leider schon mich ein bisschen gespoilert, unter anderem in Kommentaren in unserem Chat. Daher habe ich schon so eine grobe Ahnung, wer für Rachels Verschwinden verantwortlich ist. Ich werde es aber euch natürlich jetzt noch nicht sagen. No change to spare anymore. Now it's back to cookies. Joyce is a food coupon boss. Ja, Joyce, also die Mutter, hat ja jetzt auch nicht die allerheftigsten Job-Connections. Insofern bleibt das jetzt wirklich hier an dieser Familie hängen. Ich meine, 1 Million im Jahr, das kann ja keine Sau zahlen. Da könnte man jetzt über das amerikanische Gesundheitssystem schimpfen, aber eigentlich muss man sich eher fragen, warum all dieser Kram so absurd teuer ist. Also warum er überhaupt so viel kostet, wenn es doch gar nicht zwingend notwendig ist, dass es so teuer ist. Aber gut, da habe ich zu wenig Ahnung, vielleicht auch zum Glück, wenn ich ehrlich bin. Und währenddessen gehe ich jetzt mal in Chloes neuen alten Raum. Also, nee, das ist er nicht, das ist das Klo. Aber die Bude, in der sie abgehangen hat, als sie noch laufen konnte, ich glaube, das ist dieser Raum hier. Nee? Oh, Max, it is so nice to have you around. Ja, erstmal ein bisschen mit der Mutter noch reden. Was liest sie da? Cool Style. Hey, liest du auch die Cool Style? Nee, nee, Mann, ich lese schon längst die Secret. Oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years, after the accident. Ja, erstmal Chloe. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. Na, ich meine, natürlich braucht Chloe Hilfe, aber das wissen die sicher. Du musst jetzt nicht denken, dass du da hinkommst und als Erste dir das auffällt. I hope so. I hope so. You guys do such an amazing job taking care of her. We can only do so much, and she gets damn sick of her parents. That's why it's so important you came to spend time with her. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak, and she... Do you know what I'm saying? Joyce, I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family. And we'll always be one. No matter what. Ey, da muss man sich wirklich mal, da muss man echt mal eine Sekunde drüber nachdenken, einfach, was das, wie man selbst sich fühlen würde in dem Moment, also als Max jetzt, dafür verantwortlich zu sein, aber auf so eine absurde Art, dass man das niemandem erklären kann. Niemand, der das nicht direkt beweist bekommt, glaubt einem das. Das heißt, man könnte noch nicht mal es jemandem erklären und sagen, ey, ich habe echt Mist gebaut und versuchen, diesen ganzen Kram aufzudröseln. Was ihr vielleicht sogar irgendein gutes Gefühl geben würde, zu wissen, dass ihre Tochter in irgendeiner Paralleldimension oder in irgendeiner Zeitebene, Zeitlinie ein einigermaßen verträgliches Leben lebt. Aber andererseits wäre sie wahrscheinlich auch stinksauer auf mich. Aber übergeordnet wird sie mir das ja eh nicht glauben. Also es ist voll schlimm, dass ich niemandem, auch Chloe nicht, weil die würde mir wahrscheinlich dann auch die Schuld geben, zu Recht. Ich kann niemandem das erklären. Ich kann einfach mit niemandem reden über das Thema und ich habe keine Möglichkeit, im Moment sehe ich keine, es zu lösen. Das ist wirklich ein absoluter Albtraum. Es ist ein kafkaesker Albtraum. Wirklich. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I are lucky to have him. Is William still the same after everything that's happened? For better and for worse, but always for the better. I never thought I'd love a man so much I can't imagine life without him. Sounds corny, I know. You rule, Joyce. Shit, things would be different if I did. I like how you think, kid. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie, it's difficult, but nobody said life was easy here in Arcadia Bay. Warte mal, bis der Wirbelsturm kommt. Oh, interessant. Jetzt könnte ich sie zu ihrem
Ex-Mann der Zukunft. Nee. Also zu dem Kerl, mit dem sie eigentlich nach dem Vaters Tod zusammenkommt. Nach dem könnte ich sie befragen. David Madsen, der Security-Angestellte, der jetzt hier im Busfahrer ist. Und der eigentlich Hauptprobleme mit Chloe hatte, als er noch mit Joyce zusammen war. Ich nehme an, der kennt die. Warum sollte sie ihn jetzt kennen? Es sei denn, sie hat hier jetzt auch ein Verhältnis mit ihm. Und das würde aber ganz schön Ärger geben. Do you know somebody named David Madsen? He might hang out at the Two Wheels. Well, that was random. Yeah, he's a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, I was just curious. You always were. Nice to see that everything doesn't change. Plus, you guys have to work too. Bill and I have no time for ourselves. We're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. Eco Havoc. Ach so, da geht's wahrscheinlich um die Wale. So, what do you think is going on here with all of this eco havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So maybe I should care, for Chloe's sake. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Ja, es war auf jeden Fall ein schönes, emotionales, interessantes Gespräch, aber leider nichts, was mich wirklich weitergebracht hat. Wir lernen immer wieder, dass sich nicht viel geändert hat. Joey ist immer noch eine super Mutter und Chloe ist immer noch ein bisschen bitchig drauf, aber auch lustig und netter Mensch, aber eben auch anstrengend. Aber alles ist halt natürlich ins Groteske verzerrt. Ich laufe jetzt hier weiter rum und gucke mir alles an. Ich kann ja leider nicht sagen, was meine Aufgabe ist im Moment. As we discussed last week, Chloe's respiratory system is showing signs of rapid weakening. This accounts for a recent anemia and the loss of breath. At the doctor, I am committed to her well-being, but I want you to understand that reality, that respiratory failure is common in people with severe spinal injuries. Your daughter is one of the bravest, strongest patients I've ever had, and I'm proud to be working with her. Okay, also im Grunde sagt er uns auf die Nähte, dass es gut sein kann, dass Chloe aufgrund ihrer zunehmenden Erkrankung irgendwann den Geist aufgibt, was wir natürlich auch nicht wollen, was ich mir aber echt auch noch viel, viel schlimmer vorstelle für die Eltern, sowas überhaupt, was will man halt natürlich nicht hören und dann auch nicht vom Doktor. I wonder who took the picture. Na, Moment mal. Das kann ich doch mitnehmen, oder? Kann ich das nicht einfach jetzt mitnehmen und doof reingucken, bis ich... Komm jetzt. Das lässt du mich jetzt echt nicht machen, Spiel. That is such a sweet shot of Chloe. Ich glaube, weil sie nicht da war. Ich glaube, weil ich nicht in diesem Foto mit dabei bin. Das könnte ich mir vielleicht so noch erklären. Look at them. They have no idea what's in their future. Das ist vielleicht ein bisschen zu weit nach hinten. Muss ich mir den ganzen Bums dann mit Chloe teilen. Außerdem bin ich da auch nicht auf dem Bild. Gut, dann laufen wir weiter. Vielleicht finde ich ja noch besagtes Foto, von dem ich nur weiß, dass es wohl existieren soll. Aber das ist eine Idee, auf die ich natürlich auch gekommen wäre. Apparently the only thing that hasn't changed is this view. Ah, ihr sagt es auch gerade richtig, sie kann nur in Bilder von, auf denen sie selbst zu sehen ist, reisen. Was ja auch, ups, da war ich schon. Auch nichts. Was ja irgendwie auch logisch ist, denn ich will ja eigentlich meine Vergangenheit verändern. Ah, hier ist der Raum von Chloe, der eigentliche Raum. Ja, ist schon schade, wenn man sogar sein Kinderzimmer irgendwann verlassen muss, weil es zu kompliziert zu betreten ist. I'm sure this is a total coincidence. Nee, es ist nicht. Das Schicksal versucht dir einfach irgendwas zu sagen.
Vielleicht, dass du einfach aufhören solltest, mit der Vergangenheit rumzufuschen. I guess we stopped growing up together. Entschuldigung, hier ist die ganze Zeit die Kamera ist nicht invertiert. Doch, sie ist invertiert in dem Fall. Das ist ja widerlich. Na gut, ist für mich noch ein bisschen verwirrend. So, jetzt kann ich mal ein bisschen resümieren, aber vorher gucke ich ihm noch den Zettel an. I never heard much about William's brother. Sorry for not staying in touch since the accident. Work has been piling up. Ja, ja. Die ganzen Ausreden, ne? Die ganzen Ausreden. Eigentlich hast du nur keinen Bock, mit denen abzuhängen. Bigger check. Money is nobody's favorite thing. Ja, okay, die haben auch kein Geld. Immerhin hilft der Bruder ein bisschen. Das ist ja schön zu sehen, dass die Familie zusammenhält. Shoes. Chloe always did love stomping around in her boots. Toys? I kind of want to open this and see what's in here. They bought crutches for Chloe. Hoping she might walk again. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Ja, brauche ich alles gar nicht erklären, ne? Die brauchen Cash. Sie haben keinen. Sie kann ihnen auch nicht wirklich jemand helfen. Und es sieht alles sehr, 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 sehr düster aus. Und das, obwohl draußen so eine schöne Sonne ist. I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. I could give Chloe the choice of keeping William alive, but that would be cruel. But then I see that they're a family again, and who am I to judge? Ja, damit ist sie mit ihren Gedanken schon am Ende, aber ich finde, die Lösung ist simpel. Der Typ war schon tot, dann ist er halt wieder tot. So einfach. Tut mir leid, Daddy, bist ja nett, aber dann habe ich doch lieber David Madsen als nervigen Stiefvater und eine Chloe, die wenigstens selbst schuld ist, wenn sie sich irgendwie vom Zug überrollen lässt, wie gestern, oder sich selbst in den Kopf schießt, wie vor 2 Tagen. Also es ist halt, ich meine, die ist eh durch. Kannst eh vergessen. Aber trotzdem, finde ich, sollte der normale Lauf der Dinge wiederhergestellt werden. Das kann's ja wohl nicht sein jetzt. Das kann's ja wohl nicht sein. Die Frage ist wirklich, das darf man ja auch nicht vergessen, wir kriegen ja auch jedes Mal Nasenbluten, wenn wir mit der Zeitlinie rumfuschen. Ich nehme an, es ist so ein bisschen wie im Butterfly-Effekt, auch wenn es nicht ausdefiniert wird, dass man doppelte und dreifache Erinnerungen speichert in seinem Kopf. Wenn man die Vergangenheit verändert, wenn dann solche Sachen passieren, hat man natürlich einen enormen Nachholbedarf, der sich dann noch so einnistet im Hirn. Und ich nehme an, dass sie ähnlich wie in Butterfly-Effekt einfach langfristig daran sterben wird, wenn sie weiter in der Zukunft und Vergangenheit rumfuscht. Aber was soll man machen, wenn man so ein Spielzeug hat, ne? Kann man nicht immer eingepackt stehen lassen. Muss man auch mal ausprobieren. Insofern kann ich das verstehen. Jetzt will ich, ja, ich gehe runter. Ich suche natürlich. Aha, ich suche doch immer noch ein Bild. Aber jetzt habe ich doch alles. Alles schon angeguckt, wenn ich mich nicht irre. Hier ist das Klo, hier ist aber nichts. Hier gehe ich trotzdem noch mal lang. Oh, viel zu dunkel. Na, vielleicht jetzt. Oh, tut mir leid, ich muss die. Kann ich das hier mal schnell umstellen? Das ist ja widerlich. Y müsste sein, oder? Ja. Naja. Nothing here. Ah, da waren doch Pillen. Wir suchen ja immer noch das Morphium, ne? Den Morphium-Spritzer. Frage ist nur, da ist er wahrscheinlich. The bathroom looks almost the same. Just more medicine. Okay, ich gehe mal beide Seiten durch. Here it is. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. Naja, wenn, dann lieber dem besten Freund, ne? Also, ich weiß es auch nicht. How's it going, Time Tripper? Funny. I think I look older. Na, das glaube ich dir aufs Wort, liebe Max. Aber du hast ja auch Dinge gesehen, ne? Die du nicht mehr unsehen kannst. Naja, du wirst dich noch umsehen.
Denn wir werden gleich noch ein bisschen weiter in der Zeitlinie rumfuschen. Ich bin gespannt, wie es weiter endet. Ich glaube, es kann einfach eigentlich, es kann nur noch schlimmer werden. Wir sind jetzt in der Phase einer Geschichte. Und darüber habe ich auch mal auf der E3 mit den Entwicklern geredet, noch unwissend, was alles im Spiel kommt, weil ich es zu dem Zeitpunkt noch nicht zu diesem Punkt gespielt hatte. Und er hat auch darüber geredet, dass halt auch du irgendwann einen Punkt erreichen musst, wo dann die Dramatik einsetzt und wo eben nicht mehr jedes Problem direkt aus der Welt zu schaffen ist und wo aus all den Dingen, die man am Anfang des Spiels macht und mittig ein Resultat am Ende erwächst. Ja, und in diesem Haufen Scheiße, in dieser Welt voll Schmerz stecken wir jetzt. Und wir müssen irgendwie einen Weg rausfinden. Und ich spüre die Verzweiflung. Ich hoffe, ich stecke euch ein wenig an mit meiner Trauer, denn es ist wirklich auch meine Intention. Wir werden jetzt kurz Werbung machen, da könnt ihr auch nochmal trauern. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier mit Life is Strange und unserer letzten kleinen Runde, bevor wir dann wieder weitergeben müssen, glaube ich, an Ede. Ja, und mal gucken, wie weit wir noch kommen. Mal gucken, ob noch was passiert, ob wir noch irgendeine Regelung finden, ob wir vielleicht, ich weiß es nicht, jetzt erstmal gleich ein bisschen Morphium, aber vorher Werbung.